Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, wann rechnet man mit Effektivwerten und wann rechnet man mit Spitzenwerten, beziehungsweise wann rechnet man mit Effektivwertzeigern und wann rechnet man mit Spitzenwertzeigern? Die kurze Antwort auf diese Frage lautet, es ist eigentlich vollkommen egal. Die etwas längere Antwort und die Begründung möchte ich in diesem Video liefern und dazu schauen wir uns erstmal das einzig physikalisch sinnvolle und aussagekräftige an. Und das sind Zeitfunktionen, denn diese Zeiger hier oben, Effektivwertzeiger oder Spitzenwertzeiger oder was auch immer für Zeiger, sind ja nur Rechenhilfsgrößen, die uns das Leben einfacher machen sollen. Das einzig Eindeutige sind eben Zeitfunktionen. Und dann nehmen wir als Beispiel mal unsere Netzspannung. Wurzel 2 mal 230 Volt ist die Amplitude, die 230 Volt sind der Effektivwert, die Wurzel 2 noch dazu ergeben dann den Spitzenwert und die soll natürlich sinusförmig sein und von der Kreisfrequenz Omega mal T abhängen. Und jetzt kann man die Wurzel 2 und die 230 Volt noch zusammenfassen. Das sind dann 325 Volt mal Sinus Omega T. So, und diese Spannung soll jetzt mal an einer Kapazität anliegen. Eine Kapazität C, über der diese Spannung U von T abfällt und durch die dann natürlich ein Strom I von T fließt. Und diesen Strom I von T, den wollen wir jetzt mal ausrechnen und der ergibt sich natürlich durch die Bestimmungsgleichung im Zeitbereich als C mal die Ableitung der Spannung nach der Zeit. Und genau diese zeitliche Ableitung, das ist ja das, was eigentlich irgendwie fies auszurechnen ist, das will man ja hier oben mit der Rechnung mit den Zeigern vermeiden. So, jetzt machen wir das mal und wir nehmen mal an, dass diese Kapazität, damit das hier einfach zu rechnen ist, einfach ein Farad groß ist. Das ist zwar unrealistisch groß, aber egal. Und ein Farad ist das gleiche wie eine Amperesekunde pro Volt. Also das setze ich gleich mal ein. Eine Amperesekunde pro Volt mal die Wurzel 2 mal 230 Volt mal, so, die Ableitung von der Sinusfunktion ist die Kosinusfunktion, Kosinus von Omega T. Und das ist ja eine verkettete Funktion, die hat noch eine innere Funktion. Da sagt uns die Kettenregel, wir brauchen noch die innere Ableitung. Und die innere Ableitung ist einfach das Omega. So, wenn das die Netzspannung sein soll, dann hat die Frequenz von 50 Hertz. Und das heißt, die Kreisfrequenz ist 2 mal Pi mal F. Und das sind dann 314,1 durch Sekunde. Das setze ich jetzt mal hier gleich ein für die Kreisfrequenz. 314,1 durch Sekunde. So, und dann kann man das zusammenfassen und dann kommt jetzt für den Strom raus, erstmal wenn man auf die Einheiten schaut, Volt kürzt sich gegen Volt, Sekunde kürzt sich gegen Sekunde, da bleibt Ampere über, was ja auch gut ist, weil wir ja einen Strom ausrechnen wollen. Die Wurzel 2 schreibe ich einfach mal ab und 230 mal 314 ergeben 72.220 Ampere, das ist natürlich ein unrealistisch großer Strom. Das liegt jetzt daran, dass unsere Kapazität hier unrealistisch groß ist, ist aber egal. Und das Ganze mal diese Kosinusfunktion, Kosinus Omega T. Und jetzt haben wir hier unten Kosinus, hier oben Sinus. Das ist jetzt für den Vergleich mit der Zeigerrechnung nicht so schön. Es wäre super, wenn wir aus dieser Kosinusfunktion mal noch eine Sinusfunktion machen könnten. Und dazu mache ich mal hier oben eine kleine Skizze. Also das ist Omega T und wir zeichnen mal die Kosinusfunktion ein, hier in blau. Die Kosinusfunktion sieht so aus, oder nee, wir fangen mal an mit der Sinusfunktion, das ist besser, weil wir wollen ja von der Sinusfunktion auf diese Kosinusfunktion schließen. Also eine Sinusfunktion sieht so aus. Hier wäre Pi, hier wäre 2Pi und so weiter. So, und jetzt, um auf eine Kosinusfunktion zu kommen, müssen wir diese Sinusfunktion nehmen und müssen die, um auf eine Kosinusfunktion, also das ist Sinus von Omega T, das ist Kosinus von Omega T. Die Kosinusfunktion sieht so aus, die hat hier einen Nulldurchgang, hier ein Maximum, hier wieder einen Nulldurchgang, Minimum, Maximum. So, das Grüne ist Kosinus von Omega T. Um jetzt von der Sinusfunktion auf die Kosinusfunktion zu kommen, müssen wir die Sinusfunktion um 90 Grad
in diese Richtung verschieben. Und das heißt, wir müssen bei der Sinusfunktion immer 90 Grad dazu rechnen. Also die Cosinusfunktion hier kann man auch schreiben. Cosinus ist das gleiche, wie wenn ich die Sinusfunktion nehmen würde von Omega t und da überall schon 90 Grad mit drauf zurechne. Also Beispiel, das ist eigentlich die Stelle 0. Dann steht hier Sinus von sozusagen 0, aber da kommen noch zu den 0 90 Grad dazu und der Sinus von 90 Grad ist dann halt 1. Also an der Stelle liefert die Funktion und schon eine 1, das ist genau das, was die Cosinusfunktion liefert. So, also lange Rede, kurzer Sinn, kann man auch einfach die Beziehung in einem Tafelwerk nachschlagen. Hier kommt jetzt halt raus, das ist Wurzel 2 mal dieser Betrag hier, da fehlt noch eine 2 Ampere, mal der Sinus von Omega t plus 90 Grad. Ja, also wir fangen mit einer Sinusfunktion an und wir enden hier unten mit einer Sinusfunktion, die um 90 Grad phasenverschoben ist. So, jetzt machen wir das Gleiche nochmal mit Zeigern. Dafür muss hier ein bisschen Platz geschaffen werden. Und schauen uns mal an, wie man das jetzt mit Effektivwertzeigern machen würde. So, die Effektivwertzeiger werden hier mit einem großen Buchstaben geschrieben, kriegen einen Strich drunter, weil sie komplex sind und ein Dach drüber, weil ich ruhende Zeiger verwende. Und der Effektivwertzeiger der Spannung ist natürlich einfach 230 Volt. Diese Sinusfunktion hat ja keine Phasenverschiebung. Ich schreibe mal trotzdem hin E hoch J0 Grad. Die E hoch J0 Grad könnte man natürlich eigentlich weglassen. Das wären einfach 230 Volt. So, jetzt können wir den Strom ausrechnen aus der Spannung durch die Impedanz von dem C. Und die Impedanz von dem C ist einfach, schreibe ich mal hier in der Mitte, das gilt ja für beide, das ZC ist 1 durch J Omega C. So, und das kann man jetzt natürlich hier einsetzen und den Doppelbruch aufheben und dann steht da der Effektivverzeiger der Spannung mal J Omega C. Und dann können wir das ausrechnen und dann kommt da halt raus für den Strom, das sind ja 230 Volt eingesetzt, das Omega sind die 314 und das C ist einfach 1 und deshalb steht die gleiche Zahlenrechnung wie hier, 1 mal 230 mal 314, das waren diese 72.220 Ampere und das J kann man auch schreiben als E hoch J 90 Grad. So, also wir haben die Zeitfunktion in einen Effektivverzeiger umgewandelt, dabei haben wir durch Wurzel 2 geteilt. Die Wurzel 2 haben wir weggelassen, wir haben nur den Effektivwert hingeschrieben. Dann haben wir damit weitergerechnet. Wenn man einen Effektivwertzeiger hier einsetzt, kommt natürlich auch ein Effektivwertzeiger raus. Das heißt, das hier am Ende ist wieder ein Effektivwertzeiger. Wenn wir aus diesem Effektivwertzeiger wieder eine Zeitfunktion machen, dann müssen wir den Effektivwert nehmen, wieder mal Wurzel 2 rechnen und diesen Phasenwinkel hier berücksichtigen. Wir sind mit einer Sinusfunktion gestartet. Das heißt, wir landen am Ende auch wieder bei einer Sinusfunktion. Diese Sinusfunktion ist aber um genau diese plus 90 Grad dort phasenverschoben. So, so würde man mit Effektivwertzeigern rechnen. Wenn wir jetzt das Ganze nochmal mit Spitzenwertzeigern machen, Spitzenwertzeiger schreibe ich hier mit einem kleinen Buchstaben, auch wieder mit einem Strich drunter, weil es komplexe Zeiger sind, mit einem Dach drauf, weil es ruhende Zeiger sind, dann würden wir bei dem Spitzenwertzeiger natürlich diesen ganzen Wert hier nehmen. Also die 325 Volt mal E hoch J 0 Grad und das E hoch J 0 Grad könnte man auch weglassen und einfach sagen, das wären 325 Volt. So, auch in diesem Fall können wir den Strom ausrechnen. Den schreibe ich jetzt auch mit einem kleinen Buchstaben, denn natürlich, wenn wir einen Spitzenwertzeiger für die Spannung einsetzen und durch die Impedanz der Kapazität kommt auch ein Spitzenwertzeiger für den Strom raus.
Und das wäre dann auch wieder U Dach mal J Omega C. So, und wenn man dann diesen Spitzenwertzeiger hier tatsächlich ausrechnet, dann stecken ja in dem 325 Volt stecken ja die Wurzel 2 mal 230 drin und diese Wurzel 2 ziehe ich jetzt mal einfach wieder davor. Dann ist dieser Spitzenwertzeiger halt Wurzel 2 und die restliche Zahlenrechnung waren wieder 72.220 Ampere. Und das J kann man auch wieder schreiben als E hoch J 90 Grad. So, und was ist jetzt auf dieser Seite passiert? Also wir haben die Zeitfunktion genommen. Jetzt haben wir aber den Spitzenwert genommen, haben daraus einen Spitzenwertzeiger gemacht, der eben den gleichen Betrag hat wie hier die Amplitude dieser Sinusfunktion. Wir sind mit einer Sinusfunktion gestartet, die hatte keinen Phasenwinkel, deswegen stehen die oben 0 Grad. So, dann haben wir gerechnet mit der komplexen Impedanz, haben einen Spitzenwertzeiger des Stromes rausbekommen und machen daraus jetzt wieder eine Zeitfunktion, weil das ja schon ein Spitzenwertzeiger ist, müssen wir da nicht nochmal die Wurzel 2 davor schreiben, die stehen ja da schon drin. Und wir landen am Ende wieder bei einer Sinusfunktion, die eben auch um 90 Grad Phasen verschoben ist. Und jetzt sieht man eben, ob man mit Effektivwertzeigern rechnet, ob man mit Spitzenwertzeigern rechnet, es macht keinen Unterschied. Wo es einen Unterschied macht, ist die Stelle, wenn man komplexe Leistung ausrechnet. Also wenn ich eine komplexe Leistung S ausrechne, dann lautet dafür die Formel, wir nehmen den Effektivwertzeiger der Spannung, wir nehmen den Effektivwertzeiger des Stromes und zwar konjugiert komplex und das Produkt von beiden, das ergibt die komplexe Leistung. Warum schreibt man das so in dieser Form ganz gern hin? Naja, weil die Formel dann so ähnlich aussieht wie die, mit der man für Gleichgrößen die Leistung ausrechnet, PSU mal I, oder die Gleichung, mit der man aus den Zeitfunktionen U von T mal I von T sowas wie eine Augenblicksleistung oder wie eine Momentanleistung ausrechnet. So, und jetzt kann man sich eben überlegen, naja, der Effektivwert der Spannung oder der Effektivwertzeiger, der ergibt sich ja einfach aus dem Spitzenwertzeiger durch Wurzel 2. Ja, also hier, wenn ich aus den 325 das hier drüben mache, die 230 teile ich durch Wurzel 2. Und genau das gleiche können wir auch für den Strom hinschreiben. Der Effektivwertzeiger des Stromes ergibt sich auch aus dem Spitzenwertzeiger des Stromes durch Wurzel 2. Und wenn man jetzt mal diese beiden Gleichungen nimmt und jeweils hier und dort einsetzt, und das schreibe ich jetzt mal gleich hier drüben hin, dann kommt da halt raus, die komplexe Leistung ist der Spitzenwertzeiger der Spannung durch Wurzel 2 mal der Spitzenwertzeiger des Stromes konjugiert komplex durch Wurzel 2. Und dann kann man eben rechnen, Wurzel 2 mal Wurzel 2 ist das gleiche wie 2. Und deswegen lautet diese Formel dann hier, die komplexe Leistung ist 1/2 mal der Spitzenwertzeiger der Spannung mal der konjugiert komplexe Spitzenwertzeiger des Stromes. Und das ist der einzige Unterschied, wo man so ein bisschen aufpassen muss. Hat man jetzt Effektivwertzeiger, dann lautet die Formel, um eine Leistung auszurechnen, ebenso. Hat man Spitzenwertzeiger, dann ist die Formel ein bisschen anders, dann taucht da noch ein Faktor 1/2 auf und in diesem Faktor 1/2 stecken eben zweimal sozusagen der Faktor 1 durch Wurzel 2 drin, der eben der Umrechnungsfaktor ist zwischen den Effektivwerten und den Spitzenwerten. Im Grunde ist es aber auch dann eben egal, man kann aus Spitzenwertzeigern eine Leistung ausrechnen, man kann aus Effektivwertzeigern eine Leistung ausrechnen, man muss eben nur in jedem Fall die richtige Formel nehmen. Ich hoffe, damit ist jetzt die Frage, wann rechnet man mit Effektivwertzeigern, wann rechnet man mit Spitzenwertzeigern ein für alle Mal geklärt. Ansonsten, falls noch Fragen überbleiben, bitte einfach gerne weiter unter dieses Video